Hallöchen Freunde, willkommen zurück hier zu Left 4 Dead. Unser Flug hat leider Verspätung, dauerhaft. Und allerdings frage ich mich, warum unser Left 4 Dead 2 reagiert nicht. Wenn Sie das Programm schließen, gehen möglicherweise Informationen verloren. Möchten Sie warten? Dum, dum, dum. Okay, Ich also ich bin im Ladescreen. Guck mal. Ja, es geht bei mir auch. Die Aufnahme läuft. Ich frage mich, was das war. Der Flughafen. Oh ne, kein Flughafen, der Flieger aber. Setzt zum Landen an. Vielleicht läuft die Evakuierung noch. C-130 ist ein netter Vogel. Ich hasse Flugzeuge. Wie sind wir denn hier überhaupt reingekommen? Wir sind doch mit dem Boot abgehauen beim letzten Mal. Ja, ist korrekt. Das interessiert die Leute nicht. Das ergibt doch gar nicht viel Sinn. Ich fand auch, der Anfang hat keinen Sinn ergeben. Ach du Scheiße, wenn wir hier... Oh nein, ich will Molly. Wenn wir hier direkt so gut ausgerüstet werden, schon zu Start, das kann ja nur scheiße werden. Naja. Also wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich die Kampagne, die ich am schlimmsten finde. Also das Ende. Ich glaube, ich habe sie wieder mal noch nie gespielt. Das kommt mir so überhaupt gar nicht bekannt vor. Aber das habe ich ja schon vor der letzten Kampagne erzählt, also ich kann es wirklich so gar nicht... Das sagst du ständig. Nein, Crashkurs habe ich einmal gespielt. Aber ich glaube, das hier habe ich wirklich wieder gar nicht gespielt. Doch, ich weiß, das haben wir zusammen gespielt einmal. Ja? Ja. Okay, dann kommt es mir nur nicht bekannt vor. Hallo, Leute! Da hast du mir nicht im Auge, oder? Hast du mich nämlich sehr im Stich gelassen, das weiß ich noch. Hey, ich lasse dich nie im Stich. An sowas erinnere ich mich. Ich lasse dich nie im Stich. Hast du dir jetzt die Pistole geschnappt? Nee, ich hab sie noch... Ach, du meinst gar nicht mich. Francis! Hast du dir nicht den Golfschläger mitgenommen, oder? Nee, ich hab den dir gelassen, weil du ja meine Nahkampfwaffe warst. Aber ich hatte schon einen... Ich hab schon ein Brecheisen gehabt. Ja, gut. Nee, und jetzt wollte ich mir die zweite Knarre holen und Francis hat die jetzt eingesteckt. Hier drin gibt's auch gar nichts. Naja, gut, dann gehen wir mal raus aufs Haus. Raus aufs Haus! Peng, 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 peng. Die Leiter, wo sie alle oben stehen, ja? Ja, wir gehen aber mal die Leiter hoch. Los, wir müssen die Leiter hoch. Sind wir eigentlich schon die Leiter hochgegangen? Hier ist Kotze. Nee, wir sollten aber mal die Leiter hoch. Oh, nee, wir sollten die Leiter runtergehen. Wo ist er denn? Ach, ja, da unten. Du hast ihn. Ich lade nach. Genau da, wo wir eigentlich runter müssen. Aua, aua, nicht von hinten. Ich stehe nicht so oft von hinten. Hier durch. Was? Nicht. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre jugendfrei, aber... Hahaha, Left 4 Dead jugendfrei, also bitte. Hat er. Gut gemacht. Hast du ihm eine übergebraten, oder? Oh, nee, ich habe ihn erschossen. Hi. Na ja, gut. Dann nehme ich mir meine Schrotflinte. Gibt's hier irgendwas drin? Nö, ne? Ich hab bloß nur einmal reingeguckt, deshalb dachte ich nicht, ich hätte ihn umgebracht. Schwer. Oh, aua. Hast du dir schon wieder das Bein gebrochen? Das habe ich sogar gehört. Nee, nicht das Bein gebrochen. Was denkst du denn, was ich getan habe? Das war schon der erste Teil? Wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit? Wir haben doch noch gar nichts getan. Eigentlich nicht, ist korrekt. Warte, mach noch nicht zu. Oh, zu spät. Ich hab schon gedrückt, bevor du es gesagt hast. Sorry. Sorry. Was wollte ich gerade erzählen? Keine Ahnung. Wo waren wir denn gerade? Bei welchem Thema? Ah ja, ich wollte sagen, ich habe mir nicht das Bein gebrochen. Ich habe mir mal wieder ein Band gerissen. Ach so. Ja, okay. Guck mal, Schatz, du hast die meisten besonderen Infizierten gekillt. Yay! Klopapier? Kann ich... Warte, wenn ich das jetzt benutze, ja? Ja. Dann haben wir gleich nicht mehr genügend. Weil du dich gerade auch heilst. Wieso? Gleich nicht mehr genügend? Was die anderen haben doch beide auch noch eins. Ach, haben die auch noch eins? Ja, du musst doch nur unten gucken. Die haben doch das, ach, das stimmt, Symbol. Ja. Hallo? Du kannst übrigens die Brechstange mitnehmen. Ich hab mir jetzt einen Basie mitgenommen. Brechstange. Ich sehe keine Brechstange. Hier hinten müsste die irgendwo liegen. Da hier auf dem Boden.
Genau. Ja, die habe ich nicht gesehen. Hallo, Freunde! Hallo, kommt doch mal her! Rennt doch nicht alle da rein! Hallo! Wir lassen doch die Köpfe zerschmettern! Hallo! So. Tanky! Ich höre Tanky! Das ist jetzt doof, weil ich schon über den Zaun gefallen bin. Ja, wir sind mitgegangen. Wir können zurück aufs Dach? Okay. Oder ist das einfach nur... Jetzt geht's ab Sound. Das könnte natürlich auch sein. Achso, wir müssen da wirklich durch. Boah, das wird heute die einzige Kampagne. Es ruckelt bei mir schon wieder total. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich habe hier... Hier klopft es irgendwo, das gefällt mir nicht ganz so gut. Achtung! Ah, vielleicht nehme ich die mal. Hallo, ich habe gesagt. Ach so, ja, toll, es hat schon wieder geruckelt. Klopfen irgendwo hinter der Wand. Das muss so. Ah, die klopfen hier oben. Oh, hier sind Waffen. Oh, Sniper-Waffen. Nehme ich allerdings nicht. Wow! Granatwerfer, das könnte gefährlich werden. Ja, dann nehm ihn. Das ist eine... Nee, ich meine gefährlich für uns. Oh. Das ist außerdem eine schlechte Sniper. Hier ein Bummi. Charger! Deswegen sag ich hier einen Boomer und dann Charger. Ja, der Boomer war schon tot. So, ich mach den Kran mal an. Viel Spaß. Ah. So. Ja, ja, mach nur den Kran an. Lizzy, du hast die Meute aufgewiegelt. Was tust du nur? Nee, bleib mal da drüben. Ja, soll ich? Was? Hier drüben bleiben. Nee, ich hab nicht mit dir geredet, sorry. Okay. Warte mal, ich würde da jetzt uns abfackeln, wenn du mal hier hinkommen würdest. Ja, ja, dann komm ich zu dir. Die Brandbarriere ist, glaube ich. Ah, wir müssen dann gleich darüber kommen. Ja, jo. Ein Schmockel. Schmockel? Schmocki? Ach, da oben. Ja, jetzt brennen sie nicht mehr. Wir hätten das so gut machen können, aber da... Oh, und das, Dingens kommt da. Ein Splitter. Also irgendwo hat es gerade gelacht. Ganz hässlich. So, ganz, ganz hässlich. Ja, ganz perfekt. Und hier weiter. So. Natürlich hat Francis ihn getötet. Nee, das war sie gar nicht. Wo ist sie? Die alte Hexe. Ich bin fast vom Dach gefallen. So. Ach, da ist sie. Wo ist sie? Hier, zwischen den Dingern. Da unten. Siehst du sie? Ah, meinst du da? Ich geh rüber. Das war's. Ja, würde ich auch so sagen. So. Schon wieder einer. Oh, oh. Diese ätzenden Viecher. Ne? Bummi! Hab ihn. Hallo! Hallo! Das sind alle schlechte Mitarbeiter hier, die müssen entsorgt werden. Das sind alle schlechte Mitarbeiter, die fallen einfach tot um, wenn man ihnen Schrott ins Gesicht pumpt. Office, okay, gut. Ja, das ist irgendwie Ironie. Das ist eine gute Sniper. Ich nehme es jetzt da trotzdem nicht mit, weil ich eigentlich mit der Schrot ganz zufrieden bin, aber... Aber dennoch ist es theoretisch eine gute Sniper. Hier haben wir Pillen. Wir haben Zombies auf dem Klo. Hilfe!
Oh. Irgendwo hier ist ein Warte. Hunter. Oh, Tanky! Dass der hinter so einer Tür sitzt. Ich wollte es gerade noch sagen, dass hier irgendwo ein Tank ist. Aua. Das war dumm, Schatz. Ich lieg im Feuer. Das hat sich super an. Sorry. Kann mich mal jemand holen? Bin dabei. Mir geht's nicht so gut. Ja, mir geht's wirklich nicht so gut. Ich wollte gerade noch gesagt haben, ey. Du hast was gut. Ich dachte, es wäre ein Hunter und ich mach die Tür auf und der guckt dann durch die Tür und dann hab ich... Nee, bei mir sagt er ja andere Sachen, weil ich ja einen anderen Skin ausgerüstet habe. Und ich wollte gerade sagen, der Esel hat gesprochen. Oh. Wow. Und ja. Hier muss doch irgendwo Muni liegen, oder? Dazu müsst ihr wissen, bei mir ist der Tank ein Shrek. Also ist Shrek. Bei mir war der, nee, stimmt gar nicht. Für den Tank hatte ich gar nichts. Oh, Francis muss mich erstmal befummeln. Ich hatte eigentlich Chris Walker als Charger, aber für den Tank hatte ich nichts anderes. Ach ja, und die Witch ist bei mir eine Silent Hill. Aber ich habe für das Let's Play extra alle dieser komischen Add-ons rausgenommen. Ich habe nur ein paar Waffenskins, unter anderem eben, dass wir ein bisschen Stacheldraht um den Baseballschläger haben. Dann sieht die MP aus wie ein aus Wolfenstein, genauso wie die taktische Schrotflinte. Also nichts sonderlich Großartiges, was jetzt das Spielgeschehen beeinflussen würde. Naja, und das Meutengeschrei, das Geräusch, was dann kommt, wenn einer die in eine Meute aufschreckt, das ist ja das Big Daddy Grölen, aber... Ja, und bei mir sehen die ganzen Survivor aus wie die Charaktere aus Lucky Star von dem Anime. Oh, eine Gitarre. Nein! Ja. Ernsthaft? Ja, war doch klar, es ist Louis. Nee, darum geht's mir nicht. Ich wollte die ganze Zeit auf ihn einschlagen und dann ruckelt's bei mir schon wieder. Also bei mir ist es hier heute wieder eine einzige Ruckelpartie. Es ist echt nicht witzig. Gleich sind wir beim Flughafen. Lade nach! Woher Lade nach! Also, warum seht ihr das? Wo? Wie? Rohrbombe. Hier ist ein Safe Room. Im Lager sind wir sicher. Yes, yes. Ab in den Schutzraum. Komm, Louis. Komm rein, du. Willst du noch fertig machen, oder? So. Warte mal, dann heal ich mich auch noch. Guck noch, ob ich eine andere Waffe brauche, aber nein. So. Und dicht. Ja, es ging. Außer die ganzen Ruckelanfälle hier, geht's eigentlich. Eigentlich macht das ganz, ist die Map ganz schön. Wenn es die ist, die ich glaube, dann ist das Endding das Schlimme. Ja, das finden wir raus. Ja, tun wir. Das finden wir auf jeden Fall raus. Ich werde morgen richtig schön Schmerzen haben. Ich merke das jetzt schon. Wieso? Als du vorhin mit Mausi draußen warst, habe ich ein bisschen Workout gemacht. Ah, okay. Sagen wir so, mein Schulterblatt merkt es jetzt schon. Und bleiben hier. Waffen. Wieder eine gute Sniperino. Von Hallo hinten, du. Von hinten wird man hier die ganze Zeit über den Haufen geballert, aber kriegt keinen Schaden. Hinter mir. Das Einzige, was hinter mir war Lizzie, die mich abgeballert hat. Und der Charger. Nee, der war nicht hinter mir. Der war vor mir. Das war ja das Komische. So. Nee, hinter dir war ein Zombie. Den wollte ich eigentlich für dich erledigen. Ja, ist das ein bisschen ungünstig gelaufen, würde ich sagen. Sie kommen? Warum kommen sie? Warum kommen sie? Warum kommt der Charger? Warum hat Francis ihn schon wieder gekillt? Das ist auch eine gute Frage. Und warum bin ich nicht entkommen? Kling. Ist da was? Hm.
Pipebomb! Hier ist irgendwas kaputt. Naja, egal. Jetzt kommt Geduld. Na komm! Oh, es geht ab! Lade nach. Aber ich krieg sie ja nicht, weil ich kann. Moment, muss nachladen. Oh, Pillen. Ah. Lade nach. Die alte. Nein. Hier ist ein Smoker. Dann gehen wir vielleicht einfach mal weiter. Ich habe seine Stimme erkannt. Oh, eine Magnum auch nicht schlecht. So. Okay, das sah gerade ganz komisch aus. Ich dachte gerade irgendwie, da ständen Hydranten auf dem Dach. Ja. Ich höre einen Boomer. Ich höre einen Boomer. Die Hydranten auf dem Dach. Oh nein, Tank! Er kommt zurück. Oh. Hilfe! Probier es. Hilfe! Komm her, Tanki online. Die Hoffnung gehabt, er passt da nicht durch, aber. Na ja, Internet. Hallo, Internet. Hallo, hä? Erwischt. Das Auto. Du liegst du liegst genau unterm Auto. Helf mir hoch! Wir kriegen ja, dich. Toll. Wir kriegen dich da nicht weg. Scheiße. Jackie. Mach's gut, Schatz. Oh, mach's gut, ich. Ja, Louis, war klar. Hier ist ein Hunter übrigens. Der sitzt auch irgendwo Hunter. Auf mir. Nee, auf mir. Nimm's weg! Ja, Schatz, wir holen dich wieder, wenn's soweit ist. Ich bin dein Auto. Das ist aber scheiße, ey. Das ist halt echt ungünstig. Vor allen Dingen bleiben die jetzt bei mir hier. Halte durch, ich bin gleich da. Ja, das ist ja entspannt. Das Auto ist weg. Das Auto ist einfach gerade despawned. Gott sei Dank, gerade noch rechtzeitig. Ich glaube, du solltest dich jetzt aber heilen. Danke, du hast was gut. Ich stelle mich einfach aufdringlich neben. Nimm oh, Louis. Nee, Francis hat nichts mehr. Nimm Louis. Los, Louis. Ich bin wirklich verletzt. Los. Louis, denk nicht mal dran. Heil dich doch einfach selber. Es ist besser, wenn du dich heilst. Wir können wenigstens richtig über die Medikits bestimmen. Weißt du, wie ich meine? Zack. Warum höre ich das eigentlich so laut, obwohl ich einen Kilometer weg bin? Jenny? Natürlich, Francis. Wen interessiert schon Schrot im Gesicht? Ach, Louis will mich befummeln. Klar, Louis ist schwul, deswegen befummelt er mich. Ah, oh, da ist er. Ich hab's doch gesagt, dass einer hier ist. Smoker! Alter, ich kann mich nicht bewegen. Louis befummelt mich die ganze Zeit und hört dann plötzlich wieder auf. Witzig, der Smoker hat bei mir noch die Stimme, aber nicht mehr das Aussehen. Irgendwie ist es komisch. Sicher die Waffe. Ja. Ist beim Tank aber genauso. Hier gibt's Waffen. Hier ist ein Golfschläger. Ich hab nur noch 5 Schuss. Hier ist eine Kettensäge, Schatz. Willst du die haben? Nee, eigentlich nicht. Aber weil doch, wenn du sie nicht willst, dann nehme ich sie wohl. Aber wenn du sie wollen solltest, darfst du sie gern haben. Ich leg da keinen gesteigerten. Nee, ich will sie nicht. Hier in der Eck. Yes. Nein, das war nicht das Richtige. Nein, da, in der Eck. Yes. Oh, das ist das, was ich will. Molly. Wir können dir nicht folgen, also bleib safe. Jetzt können wir. Ich bin immer safe. Wieso konnte dir mir nicht folgen? Splitter hat hier alles voll gesplittert. Ach so. Au! Wo kommt der her? Oh, ich habe keinen Money mehr. Scheiße. Das Problem hatte ich auch schon. Oh, eine Witchy Bitch. Ja, die nehme ich mir gleich vor mit der Kettensäge. Ja, ich suche mal Money. Ah, ich sehe, ich weiß, wo sie ist. Hier, auf der anderen Seite.
Aber nein, das ist tatsächlich ein cooles Level. Schatzi? Seid, ja. Ihr, seid ihr da? Ja, du bist da. Okay. Ja. Wow, das hat ja viel gebracht. Ich frag mich, wie viel Damage ich dir gemacht habe. Also ich habe zwei Schläge gebraucht, dann war sie tot. Das wird schon. Danke. Gern geschehen. Danke. Ich glaub, bitte nicht auf das Auto. Mir geht's nicht gut genug dafür. Sind wir hier durch? Das habe ich irgendwie nicht mehr im... Nee, ich glaube, wir müssen an der Hütte. Oh, Gummi! Gummi! Hat Louis. Louis. Gehen wir hier durch, sagt er. Sagt sie. Splitter! Schon wieder. Hab ihn. Ach, scheiß Internet! Der Baseballschläger ist gut. Ja, ne? Hätte ich nicht gedacht. Oh, so, sorry, ich glaube, ich habe dich gerade angesägt. Ja, schon möglich. Attack B. Ein Smoker, aufgepasst. Ach, du bist schon weiter oben, oh Gott. Ja? Ich weiß doch auch nicht. Gerannt. Ist ganz schön dunkel hier. Ja, wartet bitte auf mich, ja? Ich will nicht einfach von einem Jockey weggetragen werden. Danke für die Schmerzmittel. Danke. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nein, ich nehme das Verbandszeug nicht. Hallo, Freunde. Du bist kein Smoker, oder? Nee. Hallo, Freunde! Jockey? Ernsthaft? Der Typ rennt mir in die Ketten, ins Kettensägenblatt, aber hüpft erstmal auf mich. In Montage? Ja, gerade als meine Kettensäge alle gegangen ist, steht er plötzlich vor mir. Wo geht ihr hin? Läufst du fünfmal im Kreis hier? Ja, weil ich das kann. Okay, gut, wenn du meinst. Wir müssen nach oben, Schatz. Ja, ich weiß, ich wollte mal gucken, was hier unten ist. Und hier ist ein Smoker, ich höre ihn gerade. Ja, der sitzt wahrscheinlich im Safe Room, falls der hier ist. Nö, der ist hier lang. Ja, dann sitzt er irgendwo draußen und zieht. Hör auf, sonst kann der Typ da durchschießen. Ich halt's nicht aus. Ich halt's nicht aus. Ich muss mich erstmal heilen. Zum Glück aber auch. Ich heil mich erstmal. Ja, heil ich erstmal. Ich heil mich auch erstmal. Ich hab nämlich gerade noch eins gefunden. Okay. Die Tür geht nicht von alleine zu. Yes. Echt nicht? Yes! Oh, ein Jockey kam direkt noch. So. Der Terminal. Guck mal, ging doch mit dem Tank ganz gut. Also die Schrotflinte ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, die automatische. Hat ziemlich wenig Muni für meinen Geschmack. Bei der Witch bin ich jetzt gespannt. 776, obwohl ich nur einmal kurz draufhalten konnte. Das doch. Weißt du? Und ich habe zweimal draufgeschlagen und... Was? Ja, also wenn einer direkt mit dabei ist und draufheizen kann... Warte mal, das ist eine... Ernsthaft? Ernsthaft? So schlecht ist mein... Ist das Internet? So schlecht? Alter, ich will nicht Auto... Dis... Ach, Gott sei Dank. Hi, da bin ich wieder. Nee, ich bin noch nicht wieder da. Ich mach mal ganz kurz Aufnahmestopp. Wir sind gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob das Internet jetzt bleibt oder ob es weggeht oder was weiß ich. Alter! Hab ihn. Hallo, so. Zombie. Ihr werdet alle weggeballert. Ja, ja. Also ich glaube, Internet ist heute eher nicht so mein Freund. Nee, ich glaube auch. Also ich glaube wirklich, das ist heute die einzige Runde, die wir spielen. Schade, eigentlich habe ich Spaß dran. Dank. Ey. Ja, aber dann macht Corekeeper tatsächlich heute auch keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Wir spielen gerade für uns privat ein bisschen Corekeeper. Ganz lustig. Ja. Ernsthaft, Leute.
was, genau. Meinst du uns? Ach, nee. Oder die anderen Leute? Nee, die untoten Leute. Irgendwo hängt hier ein Boomer. Irgendwo hängt hier auch ein Hunter, den habe ich eben schon gehört. Fire! Du. In the house. Da sollten wir nicht reingehen. Ist jetzt doof, dass ich da reingegangen bin. Echt, du bist da jetzt einfach durch das Feuer durch? Oh, Charger! Wir sind alle nicht bei dir, ne? Das war dir klar. Natürlich, Francis. Wer auch sonst? Und Louis hat den Boomer. Oh, wisst ihr was? Ich schmeiß mal das Auto an. Au. Glaube ich jetzt. Was? Hä? Ich werde die ganze Zeit hin und her geschubst von Ja, ich auch. Ich glaube, es lag an dem Auto. Dass das Spiel dachte, das Auto fährt schon, obwohl es noch gar nicht gefahren ist. Dumm. Hallo. Der Charger prügelt auf irgendwen. Oh, ich hasse es hier. Der Charger ist schon down. Hallo. Ich auch. Ich habe kein Internet. Auch alle um mich rum. Das tut immer mehr weh. Deckung. Weißt du, gerade erst losgegangen das Kapitel und ich schon tot. Ja, aber das Terminal ist auch voller Leute. Voller Zombomatenten. Nee, das ist gar keine Granate, das war ein Boomerbeil. Ich würde das jetzt nicht als Granate benutzen. Wenn ich jemanden hochjagen will, schmeiße ich keine Boomerkotze auf ihn. Das Gewehr gehört jetzt mir. Ich weiß nicht. Tanky! Oh, Vorsicht! Da oben! Das Tank! Ja, ich sehe ihn. Toll, ich bin da auch schon wieder. Ich weiß nicht wie. Er ist down. Ich und hab ein den Hunter. Natürlich, Louis. Hi. Und ein Stalker. Ja, kommt hier auch rum. Ja. Hallo, ich brauch bitte Licht, danke. So, aber das hier oben Tank ist, ne? Das habe ich ja noch nicht. Das ist ja, den habe ich doch schon. Ist doch schon down. So, ich bin durch. So sieht das also aus bei den Gepäckstücken. Meine Fresse, dann sehe ich das jetzt auch mal. Ja. So, jetzt erstmal nachladen hier. Oh, also diese Schrotflinte hier ist auch sehr beliebt. Es wird gleich wieder etwas passieren. Ja, Louis bewummelt mich vorher erstmal. Louis hat da sehr viel Freude dran. Besten Dank. Oh, Jockel und Charger. Ja, aber der steht noch auf der anderen Seite. Okay, also... Kämpfen Sie sich bis zum Schutzraum durch. Ja, das wird wieder scheiße werden. Wir verstehen uns, oder? Was passieren wird. Ja, wir rennen einfach und ohne Rücksicht auf Verluste und volle Kanüle. Oh, Moni, no! Oh, eine Witch, na klar! Ich hab die Witch aufgeschreckt! Schlechtes Timing! Warum saß die auf der Rolltreppe? Aua! Ich bin tot. Warum saß die auf der Rolltreppe? Ich hab die voll nicht mitbekommen. Hast du nicht mitgekriegt, dass die geheult? Nein! Es war so laut mit den Zombies. Ich hab die Witch einfach nicht gehört. Nee, aber vorher hat ich in der Hand auch nicht. Ich hab die Witch einfach nicht mitbekommen. Pass auf, wo du hinziehst. Episch. Episch ohne Internet. Louis ist auch schon wieder down. Hast du eine Nahkampfwaffe, Schatz? Einfach durchschlagen und rennen. Das bringt nichts, da zu stehen. Wenn du nicht gerade in eine Witch reinläufst, ist das eigentlich mit die beste Variante. Oh, Splitter. Jetzt bin ich in den Splitter gelaufen. Scheiße. Voll. Jetzt fliege ich auch deshalb.
Aber eventuell kannst du noch gerettet werden. Ihr schafft das. Ich glaub nicht. Also... Irgendwo bin ich da. Warte mal. Ich wollte gerade die Granate werfen. Ich kann's nicht mehr. Schon gut, schon gut. Komm. Ja, ich sag doch, irgendwo bin ich da. Ja, warte. Du musst dringend versorgt werden. Danke. Dankeschön. Boah. Ihr hättet mir auch keine beschissenere Waffe geben können. Die langsame Schrotflinte bekomme ich. Da hätte ich auch tot bleiben können. Da wäre ich genauso effektiv. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Jetzt nicht hier lang. Hier ist der Schutzraum. Da hinten? Ja. Scheiße. Ach da, nee. Hier. Hier. Nein. Nein. Lass mich nicht rein. Oh Gott. Versammelt euch im Schutzraum. Komm, Louis. Rein mit dir. Ach, Louis ist tot. Ich hab dich. Hilf mir mal eben. Ich glaube, ich habe Louis umgesnackt. Alter. Das war knapp. Echt, diese Witch da. Boah, ich hab die einfach nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was das war, warum ich die nicht gesehen oder gehört oder alles habe. Boah, ich finde das immer schlimmer als den Finalkampf. Also dieser Finalkampf hier, der weht übel, das kann ich dir so sagen. Vor allen Dingen. Weil wir keine Medikits haben, weil wir die alle gerade brauchen. Korrekt. Also, das ist ein echt übler, aber der ist echt cool. Bist du felsenfest davon überzeugt, dass der das ist? Das ist ein Kuda hier, ja? Und davon bin ich überzeugt. Nee, dass das der ist, den und so. Den ich nicht toll finde? Nein, das ist er nicht. Seht. Wie gesagt, das ist der Coole. Na ja, gut. Hallo? Ich glaube, das Flugzeug hat es nicht mehr so. Ja. Cool, guys, don't watch explosions. Gütiger Himmel! Oh, Medikits! Hallo, ich bin das Medikit. Okay. Mach dich für den Kampf bereit. Ja, ich bin für den Kampf bereit. Ja, dann mach ich an. Keine Ahnung, wo die herkommen. Oh, von überall tatsächlich. Von jeder Seite. Deshalb, ich weiß es einfach irgendwo hin und geh am besten nach oben. Ich gehe hier unten an die Gatling. Kann mir mal jemand den Zombie vom Arsch, dankeschön. Super. Oh, Vater. Der ist schon down. Na, was ist jetzt Fakt? Wen haben wir jetzt angefunkt? Ich habe das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Wir haben jetzt Leute angefunkt, die haben uns gesagt, wir können... Oh! Den Splitter im Kotzen. Nein, wir können dieses Flugzeug hier aufpanzen. Und dann fliegen wir da weg. Bleib hier, Hunter. Geh nicht da hinten hin. Ich schwöre dir. Ach, geh nicht ernsthaft. Dahinten. Ja, Louis kam mit und hat den Hunter für mich gesnackt. So ein netter Louis-Killstealer. Nein! Wo? Oh. Ach, down. Warum frage ich überhaupt? Oh, da vorne kommen sie. Schon wieder! Ah, ich hab den Splitter zwar tot, aber. Warte!
Moment. Bumi! Boomer! Toll! Bin ich da runtergefallen. Sorry. Ja, irgendwo lacht hier einer. Und schon wieder Spitter. Kommt denn so viele davon? So, Spitty ist down. Ist der Jockey schon tot? Keine Ahnung, ich hab nichts gesehen, ich war immer noch angekotzt. Ja, hätte ja sein können, dass du die Einblendung gesehen hast oder so. Oh, Hunter. Ja klar, danke, Louis. Tanky. Tanky online. Munition! Thank you von da, okay. Von wo? Von da. Ach da, ich sehe ihn. Tank! Hey, Tanky. Tanky, komm mal her. Granate! Yes! Tanky hat Puma-Ball auf sich. Tanky, haha. Oh, da kommt die Meute. Nein, lass sie erleben. Oh, du bist so ein Idiot, Louis. Oh, warte! Auch nicht so richtig, ne? Okay, Tank ist down. Gut, Tank Nummer 1 ist down. Ja, aber der Tank ist down. Ich sag dir ja nicht, alle Tanks der ganzen Welt sind down. Ich hab nur gesagt, Tank down. Tank. Ich will doch nur yo. Hallo. Und bitter. Schon wieder. Und irgendwo, ja. Ich hab ihn. Hat jemand den Hunter schon gefunden? Oh, ich sehe den Charger. Der Hunter ist auch tot. Oh, der Charger hat mich. Ja, Louis, dann schrei nicht Charger, dann mach was gegen den. Ach, er hat sogar was gegen den getan. Jockey. Ja, natürlich auf mich. So. Achtung. Was, Achtung? Keine Ahnung, irgendwas. Da oben ist ein Hunter. Wo oben? Auf dem Flugzeug war gerade einer. Splitter. Schon wieder. Du hast ihn. Isaac. So. Nicht dein Ernst, wegen der Splitter-Scheiße. Leg ich jetzt. Oh nein! Munition! Ja. Du musst mich mal heilen, das ist ein Problem. Toll. Heil dich, versuch dich zu saven. Hat gerade gut geklappt. Der Jockey hat mich direkt angesprungen. Ja, dagegen kann ich aber nichts. Nee. Das war halt sehr ungünstig. Nein, ich will da hoch. Smoker! Oh, ich habe erstmal einen Charger am Arsch gehabt. Oh. Vorsicht! Hab ihn! Danke! Chunky! Chunky? Ja, und ich weiß nicht von wo. Ach, von da. Wieder von da hinten, wie gerade. Oh, Splitter! Ah, ich hab wieder einen Boomerball für unseren Freund. Aua! Oh no! Down. Okay, und irgendjemand müsste mich aufheben. Oh, nicht so schön. Komma. Jetzt wird es auch vor allen Dingen Zeit, weil wir müssen. Ja. Danke dir. Kommt mal hier. Aua, Charger. Oh nein. Ja, wir sind beide weg. Komm, wir lassen die anderen zurück. Rein. Ja? Ja, wir lassen okay, ciao, Louis. Eigentlich ist das nur die Rache für das eine Mal, wo die einfach ohne uns abgehauen sind. Korrekt, aber dann hätten wir Francis auch noch da lassen müssen. Ja, verdammt. Naja, beim nächsten Mal. Okay. Hui! Yippie! Und wir sind entkommen. Zum Gedenken an Louis. Louis. Tja, was lebt? Der sich auch auf dem Boden. Louis als er selbst verstorben. Ja, eigentlich ganz witzig. Zum Glück konnte ich nachjoinen, ne? Also dieser beschissene Internetausfall dazwischendrin, weil meine WLAN-Karte meinte, sich abschalten zu müssen, hätte echt nicht sein müssen.
sind wir mal ehrlich, das hätte einfach nicht sein müssen. Ich bin froh, dass es im Safe Room passiert ist, bin ich wirklich. Oh, ich habe die meisten Nahkampfkills. Ja, ich bin ja auch getötet worden, wo ich getötete eigentlich... Splitter 7, haha. Ja, getötete aber Tanks 2, getötete Witches 1. Ja, aber guck mal, gegen Lewis kommst du nicht an. 24 super infiziert. Der hat die ganzen Jockeys getötet, ja. Aber guck mal, was ich heute für eine gute Genauigkeit habe. Ich aber auch mit 23. Aber 41. Hey. Heftig. 1325 Zombies. Ja, das war witzig. Also, ich fand das wirklich witzig. Aber mir geht das Internet echt auf den Sack. Das ist halt echt das Blöde, mit WLAN hier hinten in der Kammer zu sitzen und dann die beiden Türen zumachen zu müssen, damit man sich nicht gegenseitig in dem Mikrofon und auf Discord hört, dementsprechend. Und also ich glaube, würden wir das hier ein bisschen ummodeln, dass wir deinen PC woanders hinpacken? Ich glaube, dann würde es besser klappen. Aber dann hört man dich ja überall. Du hörst, beziehungsweise man hört mich überall. Weißt du, was ich meine? Du hast mich ja die ganze Zeit gehört, als ich im Schlafzimmer war und da gearbeitet habe, noch bei Amazon. Ja, das stimmt. Schon wenn ich normal geredet habe. Und wenn ich dann auch noch schreie, wie bei Left 4 Dead ab und zu mal. Schwierig. Ja, schwierig. Ja, wir müssten eigentlich das Internet woanders haben. Ja. Das wäre halt optimaler. Ja. Oder halt ein Kabel legen. Aber Kabel legen wäre ja machbar, das hatten wir ja schon mal überlegt, aber das ist... Ist halt echt umständlich. Naja, aber das ist nichts für euch. Das war der Flug zur Hölle. Wir haben noch drei Kampagnen für Left 4 Dead 1. Danach geht's mit den Kampagnen von Left 4 Dead 2 weiter. Wir spielen ja gleich Left 4 Dead 2 und da haben wir ja beide Kampagnenabschnitte drin. Deswegen umso praktischer. Und deswegen geht's auch nahtlos ineinander über. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt, was so passiert. Wir bleiben es auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.